Wochenhoroskop Waage, Skorpion und Schütze vom 12. bis 18.09.2022. Wochenhoroskop Waage. Liebe und Partnerschaft. Weder Ihr Partner noch Ihre Freunde haben hellseherische Fähigkeiten und daher können Sie auch nicht wissen, was mit Ihnen los ist. Gehen Sie auf die anderen zu und suchen Sie das Gespräch, dann wird schnell alles wieder gut. Gesundheit und Wellness. Mit Ihrem strahlenden Lächeln geben Sie anderen das Gefühl, als gehe die Sonne auf. Ihre positive Ausstrahlung und Ihre gute Verfassung wirkt sich auch auf Ihre Mitmenschen vorteilhaft aus. Bewahren Sie sich Ihre Heiterkeit, das tut Ihnen und allen anderen gut. Beruf und Karriere. Sie haben eine harte Zeit in Ihrem Job hinter sich, jetzt wird es glücklicherweise wieder ruhiger. Und Sie bekommen sogar auch noch mal ein Lob von Ihrem Chef. Single und Flirt. Machen Sie jetzt alles, wozu Sie Lust haben, und gehen Sie vor allem unter Menschen. Ihre Anziehungskraft ist auf dem Höhepunkt und man kann sich als Single kaum noch vor Angeboten retten. Sie haben freie Wahl und müssen nur noch zugreifen. Geld und Finanzen. Ein guter Freund lebt Ihnen ausdrucksvoll vor, wie man zu schnellem Geld kommen kann. Geben Sie sich einen Ruck und machen Sie es ihm nach, denn Ihre Sterne stehen günstig für eine finanzielle Erneuerung. Sie werden sehen, wie leicht Ihnen alles von der Hand geht. Teenager und Kind. Mach dich nicht abhängig, sei selbstbewusst und etwas mutiger, denn dann wird dir das Gerede der anderen egal sein. Zeige Rückgrat und das nicht nur gegenüber deinen Freunden. Mutter und Hausfrau. Sie haben im Moment nicht den richtigen Draht zu Ihrer Familie. Sie werden ständig falsch verstanden und das Verhalten der anderen empfinden Sie als unakzeptabel. Das sorgt für Disharmonie und viel Unruhe in der Familie. Wochenhoroskop Skorpion vom 12. bis 18.09.2022. Liebe und Partnerschaft. Geben Sie doch zur Abwechslung einfach mal eigene Fehler zu, denn damit zeigen Sie Größe. Außerdem sollten Sie einen Streit nicht zu sehr vertiefen, denn das kostet nur Zeit und Nerven und beides ist kostbar. Lernen Sie nachzugeben, man wird das zu schätzen wissen. Gesundheit und Wellness. Bei Ihnen stehen gerade ein paar dunkle Wölkchen am Himmel, doch die werden sich schnell wieder verziehen. Sorgen Sie einfach dafür, dass Sie sich nicht von unwichtigen Dingen negativ beeinflussen lassen. Gesundheitlich sind Sie voll auf der Höhe. Beruf und Karriere. Sie wünschen sich schon lange eine Gehaltserhöhung und dies wäre ein günstiger Zeitpunkt, um mit dem Chef darüber und auch über Ihren weiteren Karriereweg zu sprechen. Ihre Leistungen sind ihm durchaus bewusst. Single und Flirt. Für alle Singles hat sich das Warten gelohnt und für Sie steht ein Tag bevor, wie Sie ihn in Ihren kühnsten Träumen nicht erwartet haben. In Sachen Liebe sind die Chancen sehr groß, dass alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Packen Sie diese Gelegenheit beim Schopf. Geld und Finanzen. In der nächsten Zeit läuft wirklich fast alles wie geschmiert. Sie fühlen sich wohl, Sie haben Freude am Leben und vieles, was man anpackt, das führt zum Erfolg. Das macht sich auch in den Finanzen bemerkbar und man kann sich auch mal den einen oder anderen Luxus gönnen. Teenager und Kind. Im Moment kann man es kaum erwarten, erwachsen zu werden und endlich mehr Freiheiten zu haben. Doch fehlt dafür gerade jetzt oft die nötige Reife dafür. Die Folge ist, dass der Mut oft zum Übermut wird und letztlich zu Selbstüberschätzung führt. Mutter und Hausfrau. Eine Sache ist langweilig geworden und Sie wissen nicht, wie Sie damit umgehen sollen. Ganz einfach. Stehen Sie zu Ihrem Wort und werden Ihrer Rolle als Mutter wieder gerecht. Ihre Familie braucht Sie und das mehr als je zuvor. Wochenhoroskop Schütze vom 12. bis 18.09.2022. Liebe und Partnerschaft. Obwohl Sie einen Partner an Ihrer Seite haben, fühlen Sie sich momentan einsam und haben das Gefühl, dass man Sie nicht versteht. Sie sollten mal wieder etwas miteinander unternehmen und sich etwas einfallen lassen, um Ihre Paarbeziehung wieder positiver zu gestalten. Gesundheit und Wellness.
Sie täten momentan gut daran, auf Nikotin und Alkohol zu verzichten und Stress zu vermeiden. Achten Sie lieber vermehrt auf ausreichend Bewegung und Sport und versuchen Sie, sich etwas gesünder und bewusster zu ernähren. Beruf und Karriere. An Ihrem Arbeitsplatz ist gerade alles nicht so einfach für Sie. Sie haben das Gefühl, irgendwie festzustecken und nicht weiterzukommen. Und das sorgt bei Ihnen für große Unzufriedenheit. Single und Flirt. Sie sind Single? Dann bieten Ihnen die Sterne jetzt wirklich beste Aussichten. Ein aufregendes Abenteuer, eine neue Liebe, einfach alles ist im Moment möglich. Sie müssen sich nur entscheiden, was Sie wollen und wie Sie sich die Zukunft vorstellen. Geld und Finanzen. Finanzielle Wagnisse sollten auf keinen Fall gemacht werden und die Finanzen sollten gut im Auge behalten werden. Gehen Sie mit Ihrem Geld nicht zu verschwenderisch um und denken Sie auch an die Zukunft. Wenn Sie Geld anlegen möchten, dann haben Sie jetzt ein glückliches Händchen. Teenager und Kind. Nutze deine Power und mache einen Ausflug mit deiner Familie oder einen Shoppingtrip mit deinen Freunden. Du wirst sehen, wie wichtig solche lustigen Tage sind. Nach den Ferien weißt du, auf wen du dich verlassen kannst. Mutter und Hausfrau. Am liebsten würden Sie jetzt mal alles liegen und stehen lassen und sich dieses Mühsal als Mutter ersparen. Stattdessen können Sie doch all Ihren Wünschen und Gelüsten nachgehen. Gerade in diesen Zeiten ist aber die Disziplin, die einem die Arbeit aufzwingt, hilfreich, um nicht den Verlockungen des Lebens zu verfallen.